So und so und so. So, 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 so. Gut. Bauen wir uns mal ein Stackerlchen rotes Glas. So. Und aus dem Stackerlchen bauen wir uns halt hier 160 von denen. Jo. Das rote Glas packe ich hier mal mit rein. So. Sochen, Schönchen. Und dann werden wir uns auf jeden Fall gleich wieder in den Nether nochmal auf die Schnelle verschiffen. Wir werden einmal 4 64er Stacks. Nein, ja. 4 64. Ach, ich bin auch im Nacken, ey. Schön, wieder schön aufgeteilt hier. Zwei Kisten. Komm, zack, raus da. Komm, zack, rein da. Wir werden jetzt erstmal in den Nether rüber wandern gleich und dann werden wir da nochmal ein bisschen was hinbauen, anbauen, wie auch immer. So. Und so. Und so. Ja, keine Ahnung. Normalerweise könnte... Ach nee, es ist ja... Kaktusgrün ist eine fertige Farbe, ne? Genau, Kaktus, ja. So, das Gold hier mal raus. 37 Level haben wir jetzt am Start. Nice, nice, nice. Wie sieht denn das eigentlich generell aus, rüstungstechnisch? Passt. Bis zum nächsten Patch, das sollte reichen. Denke ich mal. Wop. So. 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 Und so. Ja, denke mal, so geht das. Ja. Können wir eigentlich schon wieder nächste Folge, nächste Aufnahmesession, whatever. Könnt ihr euch eigentlich schon mal wieder drauf einstellen. Höhlengänge. Und Cobblestone Farm, ne? Aber überlege ich mir dann noch, wie, wo, wann, was. Naja, wann irgendwann halt in der nächsten Aufnahmesession. Aber wo halt. Und die einzige Frage, die sich nicht stellt, ist das Warum. Oder das Wieso. Kann man halten wie Dachdecker. Zwischendurch nochmal so ein kleines Zigarettchen. Bitteschön, Dankeschön. Packen wir da mal mit rein. So, 16. Puh, keine Ahnung, wenn das fertig ist. So. Ja, dann würde ich sagen, machen wir erstmal den Weg weiter. Oder war der Weg jetzt fertig? I don't know. Ich höre hier jedes Mal einen Lavaschleim. Auf jeden Fall. Oh, oben hätte ich gleich zumachen können. Naja, egal. So. Shit, ich habe jetzt natürlich keine Dingenspitzhacke mit, keine Eisenspitzhacke. Naja, gut. Kann man nicht ändern. Ist halt so. Ja, dann machen wir das Ganze hier mal wieder ein bisschen zu. Mal ein bisschen weiter zumachen. Hier den ganzen Mist. Und dann haben wir wenigstens mal den Nether schön. Ja, andere Leute haben die Haare schön, wir haben den Nether schön. So. Und die nächste Lage. Boba. Nein! Der ist falsch. Nein, jetzt ist er richtig. So, dale. Dann hier nochmal und da nochmal und hier nochmal. Ja, dann ist der Weg ja fast fertig. Das da hinten reiße ich jetzt nicht extra raus. Also, das da. Das werde ich jetzt noch nicht rausreißen, weil ich habe nur eine Dia-Spitzhacke mit, die sowieso schon angeschlagen ist. Und da habe ich jetzt nicht so die Lust zu, das jetzt da schon mal rauszurupfen. Alter, ey, was hier an Steine durchgeht. Das ist unglaublich. Echt. Toll. Immer schön falsch setzen. Schön falsch setzen. So ist richtig. Richtig schön falsch. Das ist mir sowas von egal, dass ich da gerade einen ausgelassen habe. Den haben wir jetzt nämlich aufgefüllt. Das war ja ein Trick. Okay, jetzt aber hier nochmal und, ne?
mache ich den nochmal zu. Dann ist das so ungefähr gleichmäßig. Ist das gleichmäßig schlecht? Da hinten so mittendrin in der Wand angefangen. Hier mal so einen einfach drin gelassen. Ah ja. Ah ja. Bin schon so ein Baukünstler. Fusch am Bau. Oh. Nicht in die Lava. Oh. Der war nicht richtig. So, jetzt haben wir noch 13 Stück. Ach komm, hier denn. Ist doch egal, welche Seite wir hier zuerst dicht machen. So. So weit sind wir dann. Und jetzt geht's los. Auf jeden Fall schon mal da oben irgendwie rotes Glas setzen. Jetzt habe ich natürlich blöderweise die ganzen Steine verknallt. Ich, alter Ochse. Halt, stopp. Da hinten war noch was im Ofen. Weil ich werde ja jetzt noch ein bisschen was brauchen, weil da jetzt so, das sieht ja Mist aus. Da muss man schon irgendwie so 3x3x3 machen und dann immer ein zwischen, damit das auch ein bisschen nach was aussieht. Weil ansonsten sieht das irgendwie aus wie, ja, ich wollte da was bauen, aber ich war zu dumm, das fertig zu machen. Das hat dann irgendwie so einen gewissen Stil dabei. Interessant wird das hier nachher, die Schalter unterzusetzen und so weiter. Das könnte wieder auf jeden Fall interessant werden. Für so eine alte Bahn. Aber ich glaube, beziehungsweise ich denke, ich denke, genau. Naja, da hätte ich euch bald verarscht mit, weil ich denke. Naja, okay. Ich vermute mal, ich werde das so machen, dass ich vorher einmal offscreen hier lang laufe und dann halt auf jeden 8., 12., ich weiß gar nicht mehr, halt schon mal eine Fackel setze, so dass ich weiß, wo ich dann ungefähr immer die Booster Rails setzen muss und so weiter. Eben damit ich dann hier nicht die ganze Zeit dann euch Folgen präsentiere, wo ich dann, weiß ich nicht, über 3 Tage für euch dann sage 1, 2, 3, 4 und so weiter. Ich glaube, das wird dann ein bisschen langweilig. Also ist mit zu rechnen. Ich vermute es. Ich denke mal. Haha, da war es schon wieder. Ich denke. Ist richtig. Hier war der Glowstone, den ich... Ich vermute, das war der, den ich gemeint habe. Ja, da hinten oben drauf und... Ach, Mist. Mist die Kacki. So. Ja, dann wollen wir mal gucken hier. Wollen wir hier mal ein paar hübsche Fenster einpflegen. Damit wir auch schön die Aussicht auf den Nether oder Nether genießen können. Ja, große Panoramen machen wir hier nicht. Ja, das gefällt mir aber. So. Kommen wir von hier. Dann machen wir hier auch nochmal 3. Guck mal, dann machen wir hier einfach so. Bop, bop, bop. Hm. Ah, doch. Kann man so machen. Und meine Frau haut ab. Und jetzt. Alles klar. Irgendwas fahren. Und 3. Und dann hier. Tschüss. Ja, guck mal, das passt doch überall ganz genau. Überall so eine Dreier-Muschpoken-Dinger. Und dann hier 3 und da 3 und hier 1, 2, 3. Ach ja, das ist ja heute. Bis später. Lass ihn nicht ärgern. Ärger zurück. Genau. So, hier geht's dann weiter. Auch immer so um 3er, denke ich mal. Ich denke mal, ja, ich weiß nicht, so... Ich habe in Minecraft ungerade Zahlen lieben gelernt. Irgendwie. Weil das eigentlich doch meistens optisch in Minecraft doch besser aussieht, wenn man irgendwie was Ungerades baut. Also mit einer ungeraden Summe, Zahlensumme. Also ist zumindest meine Meinung, meine Ansicht. Teilt ihr diese Ansicht? Sag mal ehrlich. 3, 2, 3 und der wieder. Und dann hier.
1, 2, 3, 1, frei, 1, 2, 3, 1, frei, 1, 2, 3. Passt, genau. Geile Nummer. Das war jetzt aber echt Zufall.